Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 20. März 1904. Vor 120 Jahren wurde der amerikanische Psychologe und Verhaltensforscher B.F. Skinner geboren. Ein Beitrag von Susanne Billig. 1960 in den USA. Schülerinnen und Schüler arbeiten an Teaching Machines, Kästen, die Lückentexte präsentieren. Die Kinder ergänzen auf einem Papierstreifen fehlenden Text, schieben einen Hebel zur Seite und nur wenn ihre Antwort stimmt, transportiert die Maschine zur nächsten Frage. Der damals weltberühmte Psychologe B.F. Skinner erläutert die Vorteile des Systems. Such immediate knowledge has two principal effects. Dieses unmittelbare Wissen hat zwei Wirkungen. Es führt rasch zur Ausbildung richtigen Verhaltens. Der Schüler lernt schnell, richtig zu liegen. Dazu kommt eine motivierende Wirkung. Der Schüler empfindet keine Unsicherheit oder Angst vor Erfolg oder Misserfolg. Seine Arbeit macht Freude. Er muss sich nicht zum Lernen zwingen. Am 20. März 1904 wird Burris Frederick Skinner in Pennsylvania in den USA geboren. Als Psychologiestudent der Harvard-Universität begründet er mit der Dressur von Kleintieren die experimentelle Verhaltensanalyse. So erfolgreich, dass er nach seiner Promotion 5 Jahre dort weiterforschen darf. Er geht als Professor für Psychologie nach Minnesota und kehrt später als Ordinarius nach Harvard zurück. B.F. Skinner holt die Psychologie von der Couch ins Labor. Akribisch misst er, wie schnell und oft Tauben bestimmte Verhaltensweisen zeigen, hüpfen oder die Köpfe zur Seite legen, um an eine Futterbelohnung zu kommen. Operante Konditionierung nennt er diese Dressuren und ist überzeugt, das geht auch mit Menschen und man sollte es in gute Bahnen lenken. Um Skeptiker zu überzeugen, publiziert er 1948 die Utopie Walden 2. Die Vision einer von verhaltenssteuernden Technologien geformten, friedlichen Gesellschaft. Das Buch verkauft sich gut. Doch zu Skinners Leidwesen liest man es als erschreckende Zukunft, geprägt von der Allmacht manipulierender Strippenzieher. Der Psychologe verteidigt sich. Alle großen Probleme brauchen eine Verhaltenslösung. Wie erreichen wir, dass die Leute aufhören, die Umwelt zu verschmutzen und einander persönlich oder international zu verprügeln? Das sind alles Verhaltensprobleme und die müssen durch so etwas wie eine Verhaltenstechnologie gelöst werden. B.F. Skinner versteht sich auch als Philosoph. Er reflektiert das Verhältnis von Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften, die Natur der Sprache, die Ursprünge des Neuen und der Kreativität und die Funktionsweise von Gesellschaften. 1990 stirbt der Pionier der Verhaltensforschung. Lernmaschinen sind längst aus den Schulen verschwunden. Skinners Name fällt nur noch selten, aber seine Erkenntnisse finden sich überall. So bezweifelt in der Wissenschaft kaum noch jemand, dass es sowohl biologische als auch soziale Umstände sind, die das menschliche Verhalten formen. Und Skinners Utopien? Die sind Wirklichkeit geworden, mit düsterem Vorzeichen. Etwa in China, wo die gesamte Bevölkerung einem verhaltenssteuernden Sozialpunktesystem unterworfen ist. Und weltweit kann sich die halbe Menschheit mit erheblichen Folgen kaum noch von den Reizreaktionsmustern elektronischer Medien lösen. B.F. Skinner hinterlässt ein zwiespältiges Erbe. Halb hat er die Manipulation gepredigt, halb hat er vor ihr gewarnt. Wir erkennen nicht, dass wir auch dann kontrolliert werden, wenn wir tun, was wir tun wollen, wenn wir uns frei fühlen. Wenn Sie einfach sagen, wenn ich tun kann, was ich will, bin ich frei, stecken Sie fest. Denn das bereitet Sie nicht auf die Art von Kontrolle vor, bei der andere Sie dazu bringen, zu tun, was Sie tun möchten.